guten Morgen. Also die, diese Fahrt heute hier veranstalten, sind ja Menschen aus dem Atomplenum in Hamburg und in Bremen. Wir fahren jetzt zum Anlieger, um dort die Umladung zu beobachten. Das Schiff hat Uran-Dioxid-Pellets geladen und diese Pellets haben die Funktion, aus diesen Pellets werden Brennstäbe erzeugt, sodass diese Ladung, das sind zwei Container, 2x20 Fuß hoch, diese Container werden nach Lingen gebracht und dort werden Brennstäbe erzeugt. Bremen, Rostock, Hamburg sind so internationale Drehscheiben für das Atomgeschäft. Wenn die Vorschriften eingehalten waren, dann hat das Bundesamt für Strahlenschutz diese Transporte genehmigt, meistens in einem größeren Zeitrahmen, 3 Monate oder ein halbes Jahr, und das veröffentlicht. Auf Anweisung des Umweltministeriums findet diese Veröffentlichung nicht mehr statt, sondern erst, wenn diese Transporte stattgefunden haben, also erst nachträglich. Die Bundesländer können frei entscheiden, ob die Atomtransporte über ihre Häfen zulassen oder nicht. Das teilt das Bundesverkehrsministerium mit. Die Zuständigkeit für Häfen liegt laut Grundgesetz bei den Bundesländern. Ja, jetzt sieht man die Kolonnerie genau von der einen Seite und voraus uns die Wasserschutzpolizei. Unser Ziel ist dabei, die sofortige Stilllegung aller Atomanlagen weltweit.